seid herzlich willkommen zu meinem allerersten richtigen Motovlog. Dadurch, dass es mein erster ist, bitte ich euch, seid mal bitte nicht ganz so kritisch, was den Ton anbelangt. Ich bin da noch ein wenig am Experimentieren, welcher Input beim Mikrofon das Richtige ist und welcher Windschutz das Richtige ist. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mich relativ gut versteht und wünsche euch einfach mal viel Spaß dabei. Ja, wir haben jetzt morgens um 10.30 Uhr, wie man da unschwer erkennen kann. Und hier sieht man so ein bisschen einen großen Nachteil, den man einfach in der Schweiz hat, wenn es Herbst oder Winter ist. Der Hochnebel. Wenn man jetzt so hoch guckt, sieht man, dass die Sonne jetzt schon so ein bisschen versucht durchzukommen. Und das hat man eigentlich, ja, fast eigentlich an jedem Tag im Herbst oder im Winter hier im Flachland in der Schweiz. Dann guckt man immer schön auf den Wetterbericht, sieht irgendwie die ganze Zeit neue Sonne vorhergesagt, guckt morgens aus dem Fenster und ja, man vermisst die Sonne. Die Sonne ist einfach hinter dem Hochnebel oben und der löst sich oft nur sehr zäh, ja, und mit viel Glück schon am Mittag irgendwie auf. Mit viel Pech auch gar nicht bis zum Abend. Das heißt, man muss eigentlich immer irgendwie in die Berge fahren, oberhalb von Hochnebel. Oder man bleibt einfach zu Hause und trauert der Sonne hinterher. Gleichzeitig kommt nur dazu, dass es heute noch relativ kalt ist. Wie man da sieht, haben wir 2 Grad nur. Ich habe zum Glück meine Griffheizung auf volle Power an. Dadurch ist es eigentlich recht erträglich, muss ich sagen. So wie ihr mittlerweile wahrscheinlich vermuten könnt, fahre ich gerade sozusagen der Sonne entgegen. Ich treffe mich mit einem Kumpel auf einem kleinen Bergpass. Da wollen wir ein bisschen Frühstück. Und da sollte eigentlich schon die Sonne draußen sein. Anhand der Webcam sah das ziemlich gut aus. Und dann werden wir uns wahrscheinlich heute noch ein schönes Tal suchen, wo der Föhn so richtig reingreift. Und dann können wir, wenn wir viel Glück haben, mit 15, 16 Grad rechnen, was dann schon, sagen wir mal, schöne Frühlingsbedingungen sind. Wie man sieht, es klart schon auf. Also habe ich mich für das Richtige entschieden. Richtung Süden, Richtung Berge. Und nicht Richtung Schwarzwald, da ist es zwar auch hell und da ist auch die Sonne draußen, aber im Schwarzwald hast du nochmal das Problem, dass der ganze Hochnebel runterdrückt, die ganzen Straßen nass macht. Da habe ich letzten Winter schon so oft Pech gehabt. Da war feinster Sonnenschein den ganzen Tag und die Straßen waren irgendwann nachmittags um 3, 4 Uhr erst trocken und da ist es schon wieder die Zeit, wo du nach Hause fahren kannst, weil es dunkel wird. Um das Ganze hier so ein bisschen geografisch einzuordnen, dass ihr ungefähr wisst, wo ich mich gerade befinde. Ich fahre jetzt eigentlich genau Richtung Osten und genau auf Zürich zu. Ich werde jetzt gleich da vorne rechts abbiegen Richtung Süden. Ich weiß jetzt, wie gesagt, wirklich absolut noch nicht, wie jetzt der Ton ist. Würde euch aber schon mal bitten, schreibt doch mal unten in die Kommentare rein, was ihr denn von dem aktuellen Ton haltet. Was ihr euch wünscht, was ich noch verbessern sollte. Aktuell sieht das so aus, ich habe im Rucksack einen Audiorekorder drin, der ist ziemlich gut in Schaumstoff eingepackt. Der ist so hauptsächlich dafür gedacht, dass man so die Umgebungsgeräusche, den Auspuffsound, das ziemlich gut einfängt. Und dann habe ich hier vorne am Kinn, da, euch ja dranhängen mit der GoPro und da ist ein Mikro drin, was direkt eigentlich vor meinem Kinn positioniert ist, was dann dafür zuständig ist, dass ihr mich auch versteht, wenn ich was quatsche. So, ich werde jetzt dann mal hier rausfahren und werde dann schön über Landstraße noch mich hoch zu dem kleinen Bergpass arbeiten. Tada! Richtung Süden, die Sonne scheint, ein Traum.
besonders schön finde ich immer, wenn du so im Schiebebetrieb bist und dann so bei 4000 Touren. Tack, 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 da knallt er immer so schön. So, das sieht doch gut aus hier. Außentemperatur ist auf 5 Grad gestiegen. Die Straßen sind trocken. Komplett blauer Himmel. So muss das sein. Ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen sagen, was ich so für Verhaltensregeln im Straßenverkehr so an den Tag lege. Und ich denke, dass das recht gute Regeln sind, an die ich mich halte. Und ich denke auch, dass ich damit schon einige Unfälle vermieden habe. Und fühle mich einfach sicherer, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin. Das Hauptproblem ist ja immer die anderen Verkehrsteilnehmer. Wenn man sich selber abschießt, hat man es übertrieben. Aber wenn man unverschuldet vom anderen Verkehrsteilnehmer abgeschossen wird, dann ist das schon echt ärgerlich. Also probiere ich echt dieses Risiko zu minimieren. Das mache ich zum Beispiel dadurch, dass ich, wenn ich jetzt so vor mich hinfahre und sehe irgendwie, ich komme an eine Kreuzung, wo ich zur Vorfahrt hätte, aber da steht jemand, dann mache ich mich so ein bisschen bemerkbar. Wenn ich jetzt sehe, da vorne, vor mir ist sogar noch ein Auto, rechts wird einer raus, fahre ich so an den rechten Rand und fahre so ein bisschen Schlangenlinien. Die Leute denken zwar wahrscheinlich, was ist denn das für ein Vollidiot? Das ist mir aber in dem Fall scheißegal, weil wenn er denkt, dass ich ein Vollidiot bin, dann hat er mich gesehen. Das heißt, ich bin dementsprechend sicher. Der fährt mir nicht vor die Nase und rollt mich ab. Ja, woran halte ich mich noch? Einige haben es wahrscheinlich schon mal in irgendeinem Video von mir gesehen. Meine Linienwahl. Sie sieht eigentlich so aus. In dieser Kurve jetzt zum Beispiel, wo wir eine Linkskurve haben, fahre ich da, wo vom Autoreifen... Quatsch. Da, wo vom Auto... der rechte Reifen wäre. Hier entsprechend, wo vom Auto der linke Reifen wäre, hat den Vorteil, dass ich jetzt in dieser Situation nicht mit meinem Kopf an oder schon über der Mittellinie bin. Oh, was machst du jetzt hier für Tricks, Kollege? Das ist auch immer sehr interessant. Ja, worauf achte ich noch? Wenn ich zum Beispiel hier so eine Situation hier habe und habe da, jetzt ist zwar nur ein Auto vor uns, aber ich sag mal, wenn da noch zwei, drei andere Autos vor uns sind, die in Kolonne fahren und keiner traut sich so rechts zu überholen. Ich habe zwar die Power, ich weiß, ich bin da ganz schnell vorbei. Ich mache es aber, wenn überhaupt, wirklich nur, wenn ich mir sicher bin, dass die anderen mich registriert haben. Die können die ganze Zeit dahinter rumeiern und irgendwann kotzt es einen von den drei Leuten zum Beispiel an irgendwie und der schert aus und guckt nicht nach hinten, und wenn ich in der Situation vorbeikomme, zack, hänge ich drin und lieg auf der Nase. Ja Leute, willkommen zurück. Ich hoffe, euch hat das kleine Zeitraffer gefallen. Wie man sieht, haben wir das Zeitraffer genutzt und sind ein bisschen weiter Richtung Süden gefahren. Aus den Hügeln sind Berge geworden. Und hier schön am See. Da fährt gerade ein schickes Bötchen. Ah hier, sehr, sehr geiles Hotel. Ich will gar nicht wissen, was hier eine Übernachtung kostet. Parkhotel. Oha, mit dem Glasvordach hier. Das ist ja schon crazy. Was mir auffällt, extrem viele freundliche Motorradfahrer unterwegs. Ja, geografisch gesehen, Vierwaldstätter See, Nordostküste davon sind wir. Ist hier so eine
so eine kleine, aber ganz feine Strecke am See lang. Nachher kommen auch noch recht schöne Kurven. Aber hauptsächlich ist es eher so zum Sightseeing. So ein bisschen gegen die Winterdepression hier. Guckt euch das an, wie viele Motorradfahrer hier unterwegs sind, Leute. Unglaublich. Da soll mir doch mal einer sagen, im Winter kann man nicht Motorrad fahren oder schrägstrich im Herbst. Wie man sieht, kann man es doch. Das macht sogar richtig Spaß. Hier liegt jetzt so ein bisschen Laub, aber ansonsten ist die Strecke gar nicht so schlecht. Sind wir wirklich auch in dem Föhngebiet angekommen. Ich dachte gerade so irgendwie, hä, warum ist mir denn jetzt so warm? Alles fühlt sich so warm an. Jetzt guckt mal hier auf die Anzeige. Wir haben jetzt unglaubliche 16 Grad. Das ist ja der Knaller. Ich will hier wohnen. Ich muss hier hinziehen. Also hier ist jetzt definitiv wie Frühling. Die Wiesen sind grün. 16,5 Grad draußen. Und ich mit meinen Wintereinsätzen in meinen Textilklamotten, das ist echt. Das könnte sogar noch unangenehm werden, wenn die Temperaturen so bleiben. Ja, Leute, mit dem Blick auf den großen Mythen werde ich mich vorsichtshalber schon mal verabschieden. Das war es also mit meinem ersten richtigen Moto-Vlog. Ich würde euch doch mal bitten, schreibt doch mal bitte unten in die Kommentare, wie ihr so einen Moto-Vlog findet. Mein aktueller Plan ist ja, dass ich sonntagsabends wie gewohnt, ein richtiges Video hochlade und so unter der Woche mal so einen Moto-Vlog einstreue. Ich mache das auch natürlich ein bisschen davon abhängig, wie euch das gefällt. Und wenn euch das gefällt, dann schreibt das nochmal, wie gesagt, in die Kommentare, auch wenn es euch nicht gefällt. Oder wenn euch was Spezielles nicht daran gefällt, was ich ändern könnte. Alles so Lob, Kritik und wirklich auch ehrliche Kritik, schreibt das in die Kommentare. Ich kann damit umgehen. Ich nehme mir das auch zu Herzen und probiere mich da auch immer weiter zu entwickeln und zu verbessern. Ja, also, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen. Lasst mir doch den Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten, wenn es euch nicht gefallen hat, klickt den Daumen nach unten. Ehrlich, werd am längsten. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Ciao, ciao.